Mama Leute, zurück zur nachgespielten Frauen-WM England gegen Brasilien heute. Und da kann heute auf jeden Fall schon der erste Favorit rausfliegen. Also was heißt Favorit nicht, aber ja, einer der beiden, also beide könnten auf jeden Fall locker ins Halbfinale kommen. Aber hier wird jetzt der erste schon rausfliegen heute. Ja, ich bin mal gespannt. Generell geht es ja auch in die Verlängerung oder wird sie nach 90 Minuten entschieden. Da bin ich schon erstmal drauf gespannt. Ich sage, es wird nach 90 Minuten entschieden werden. Ja. Ja. Mal schauen. Mal schauen. Ob das dann nach 90 Minuten entschieden wird oder ob wir hier 120 Minuten brauchen oder ob wir sogar ein Elfmeterschießen brauchen. Mal schauen. Und die Engländerin starten hier direkt richtig gut rein. Erste Gelegenheit durch White. Erste Gelegenheit für die Engländerinnen. Ich glaube, Brasilien ist ja sogar über den dritten Platz weiter nur gekommen, ne? Meine ich zu wissen. Ich glaube, Brasilien ist Dritter geworden in ihrer Gruppe und dann sind die durch die vier besten Drittplatzierten, dass sie weiterkommen, weitergekommen. Ich meine, die waren nämlich Dritter. Ich habe leider die Tabellen nicht mehr offen, aber ich meine, die wurden Dritter. Nur. Und sind dann aber unter die besten vier Drittplatzierten gekommen. Und White schon wieder. Und White liegt diesmal ganz frei. Und die Torhüterin von Brasilien ist da. Ecke. Nächste Chance vielleicht. Kopfball kommt, Tor. Jetzt ist er drin. 1:0 durch White. 8 Minuten gespielt. Ja, Brasilien noch nicht in der Partie so wirklich drin, würde ich immer behaupten. Oh, guter Ball jetzt, aber kommt nicht an. Oh, Fehler jetzt hier. Von den Engländerinnen. Die Brasilianerinnen haben sich jetzt vielleicht ein bisschen gefangen. Und fast ein Fehler der Engländerinnen. Boah, guter Ball. Gleiche Höhe würde ich mal behaupten. Und ne. Ah ne, das ist noch nicht. Noch nicht das beste Spiel, aber Brasilien kommt jetzt besser rein. Chance vielleicht jetzt für Brasilien. Engländerische Teuterin. Englische Teuterin ist da. Oder die Teuterin der Engländerin ist da. Brasilien kommt jetzt besser in die Partie rein. Ah, Ball erstmal lang nach vorne. Und White macht direkt wieder Druck. Läuft da hinterher, aber kriegt den Ball nicht. Brasilien auch mit dem langen Ball, der kommt aber an. Ja, schöne Idee. Oh, nicht schlecht. Ja, und England. Nach dem 1-1. Kaum mehr zu sehen in Richtung nach vorne. Gerade Brasilien richtig gut am Spielen. Also Brasilien macht das gerade wirklich gut. Und England muss vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringen ins Aufbauspiel. Und nicht so hastig aufbauen. Es sind ja einige gute Ideen dabei, aber die Bälle kommen meistens nicht an.
Wieder eine gute Idee, aber wieder zu lange. Also da kommt wieder keiner dran. Ja, Ideen sind immer gut, aber ja, die Umsetzung ist dann nicht so gut. Vor allem bei den Engländerinnen. Ja, ersten 10 Minuten bis zum 1-0 hat einfach alles geklappt. Drei Chancen schon gehabt, die dritte ging dann rein. Ja, aber jetzt. Jetzt geht ja gar nichts mehr. Jetzt vielleicht mal, jetzt mal wieder ein guter Ball. Ja, jetzt steht keiner da im freien Raum. Und dann muss es natürlich erstmal wieder hinten rumgehen. Jetzt mal gute Idee und jetzt ist er drin. Nein! Die Riesenchance eigentlich hier in der 33. Minute. Ball ist aber nicht im Tor. Partie ist nicht die schlechteste. So kann man sagen, aber ich hätte mir ein bisschen mehr noch erwartet. Bisschen mehr hin und her. Die Engländerin am Anfang gut, die Brasilianerin jetzt gut und ja, jetzt bleibt es auch so ein bisschen bei den Brasilianerinnen. 1 zu 1, Tor. Ganz frei da, Miri. Und jetzt vielleicht. Jetzt müssen die Engländerinnen mal wieder kommen, die wirklich. Ja, viel zu viele Fehlpässe gerade spielen. Und dadurch natürlich Brasilien viel zu viel im Ball ging und deswegen gibt es ja auch gerade oder hat es zu viele Chancen von Brasilien gegeben. Könnte Abseits gewesen sein. Nee, kein Abseits. Oh, das war jetzt mal schön durchgespielt. Und schöner Ball! Und England Pfosten! Riesenchance hier für England. Pfosten. Ja, England kommt ein bisschen wieder besser in die Partie jetzt. Jetzt kommt die. Oh, Brasilien! Frei! Und! Da ist noch die Torhüterin dran gewesen. Nee, war sie nicht mehr dran. Oh, hätte ich jetzt schon gedacht. Kann ich mir das nochmal kurz anschauen? Also, das war dann ein schlechter Schuss. Frei vor der Torhüterin und dann. Haut die den so drüber. Tatsache, nicht mehr dran. Und ein bisschen Glück vielleicht für England, aber ich glaube, die wäre da gewesen. Nächster Angriff Brasilien. Die machen das richtig stark hier. Engländerinnen sind ein bisschen unter Druck. Ja, wieder eine gute Idee, aber wieder sind die Brasilianerinnen schneller da, wo der Ball hinkommt. Ja, und das geht seit dem 1-0 von England so. Jetzt steht es zwar schon 1-1, aber seit dem 1-0 geht das so von England, dass die Engländerinnen immer gute Ideen haben, aber ja, nie, also die Bälle nie so wirklich gut ankommen. Manche schon, aber. Manche dann auch wieder nicht. Und jetzt mal gucken, was die zweite Halbzeit ergibt. Momentan spannende Partie. Und ich hätte nichts dagegen, wenn wir hier noch eine Verlängerung sehen, weil dann, ja, bleibt die Spannung, aber. Ich habe gesagt, wir werden, und ich bin der Meinung, wir werden auch immer noch nach 90 Minuten jetzt schon den Sieger haben. Also ich glaube nicht, dass es hier über 120 Minuten geht oder sogar dann ins Elfmeterschießen. Ich sage 90 Minuten und dann ist der Sieger fest. Oh. Brasilianerinnen haben den Ball. Aber das ist nicht gut, wie da gerade gespielt. Und England, also die zweite Halbzeit von beiden noch nicht so gut. Also, ja, beide mit Schwierigkeiten in diesen ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit. Haben beide so ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Aber jetzt vielleicht die Brasilianerin. Dann ist die
Engländerin ein bisschen schneller. Trotzdem richtig stark gemacht. Schuss abgefälscht. Erster Schuss in der zweiten Halbzeit. Gehört den Brasilianerinnen. Ecke kommt. Und Einwurf für Brasilien. Jo. Ja, schöne Idee, aber kann sich dann wieder keine Brasilianerin durchsetzen. Schöner Ball. Flanke kommt gut. Flanke kommt gut und Ball ist drüber. Ja, jetzt die Engländerin vielleicht mal wieder gut gespielt. Ja, ja gut wiederholt aber auch, ne? Oh, in die Mitte gezogen. Oh, gut geklärt. Da wollten die Brasilianerinnen gerade schießen. Ja, die erste Halbzeit hat mir dann doch ein bisschen besser gefallen, finde ich. Also, ja, die zweite Halbzeit läuft noch nicht, aber natürlich jetzt auch ein bisschen Taktik dabei. Wer traut sich als erstes, ein bisschen offensiver zu wirken und geht Richtung 2 zu 1? Oder, weil ich glaube nicht, dass sie hier auf Verlängerung gehen wollen, beide Mannschaften unbedingt. Deswegen, irgendwann wird eine Mannschaft anfangen, ein bisschen offener zu spielen. Oder irgendeine Mannschaft muss offensiver werden und dann auf Fehlern zwar. Das Ding ist, ich glaube, lange dauert es nicht mehr. Ja, das Ding ist, wenn beide aufmachen, dann wird es wieder so eine Kackpartie. Aber wenn eine Mannschaft aufmacht und die Engländerin mit einer Chance, aber wenn eine Mannschaft aufmacht und die andere so spielt wie vorher, dann haben wir zwei unterschiedliche Taktiken. Aber wenn wir zweimal die gleichen Taktiken wieder haben, beide offensiv, ja dann. Und England spielt besser jetzt. Engländerinnen meine ich natürlich. Die spielen jetzt hier ein bisschen besser, finde ich. Machen das hier richtig stark. Zwei Chancen jetzt schon. Wieder die Torhüterin von Brasilien. Also Brasilien muss ein bisschen aufpassen. Ach komm, der war doch noch nicht im Haus, oder? Ja, Brasilien muss hier noch ein bisschen aufpassen. Haben die schon drei? Wir haben doch noch nicht dreimal gewechselt, oder? Ja, so spielen wir das. Zu Ende. Brasilien wechselt jetzt gleich nochmal. Natürlich hier nochmal für die letzten, ja, gut 10 Minuten dann. Werden sie, denke ich mal, wechseln. Boah, kein Foul, dann. Und es geht wieder in die andere Richtung. Also, die Engländerinnen machen jetzt richtig Druck. Ja, die machen jetzt wirklich richtig Druck auf die Brasilianerinnen. Die natürlich jetzt auch nochmal ein Zeichen setzen wollen, dass sie noch da sind. Und so langsam glaube ich hier wirklich, dass es in die Verlängerung gehen könnte. Außer Brasilien gelingt jetzt hier so ein Zauberdingen und Latte! Riesenchance für Brasilien in der 84.
die Latte vorhin nur das 2-1, aber England spielt auch. Jetzt ist es eine richtig gute Partie. Jetzt geht es hin und her. Brasilien wieder im Angriff. Schuss kommt mit links, der kommt aber nicht gut. Und England jetzt wieder. Ja, Ball nach vorne und jetzt England wieder im Angriff. Hier in der 88. Minute. Aber die Brasilianerinnen können sich hier den Ball wiederholen. Und jetzt kann jede Aktion hier, jede Einzelaktion, oder? Ja, generell jede Aktion dieses Spiel hier entscheiden. Ich denke mal 2 Minuten Nachspielzeit. Und Engländerinnen kommen nochmal. Mit dem Fehler. Gibt es nochmal den Konter jetzt hier. 1 Minute ist noch. Es gibt keinen Konter mehr. Die letzte Chance liegt jetzt bei den Engländerinnen. Und Ball kommt nicht und es geht hier doch in die Verlängerung. Also, ja, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber es geht, ja, in die Verlängerung. Könnt ja die anderen Spiele mal auschecken. Die waren auch ziemlich interessant. Und machen die Engländerinnen und Brasilianerinnen weiter so schön. Elfmeter! Schauen wir uns das nochmal an. Ich habe erstmal nichts gesagt. Es gibt Elfmeter, aber schauen wir uns das an. Verdient. Ball kommt. Ja, und dann, wenn nicht sogar rot. Letzter Mann kann man jetzt nicht sagen, letzte Frau. Wenn nicht, ist also, sie laufen hier nebeneinander und dann für mich macht die Engländerin das richtig. Und die Brasilianerin kreuzt die so hart. Also, das ist sogar hier letzte Frau. Das muss sogar eine rote von mir eigentlich geben. Ey, das ist letzter Mann. Das kann ich jetzt nicht verstehen, aber die Engländerinnen kommen und drin! Das ist ärgerlich! Die Torhüterin von Brasilien hat den Ball gefühlt schon. Digga, was ist das für eine Aufstellung? 4-4-2 soll das sein? Ja, was ist das denn für ein 4-4-2? Sieht das seit neuestem so aus, 4-4-2? So, jetzt wollte ich aber das Tor nochmal sehen. Elfmeter geht klar. Könnt ihr aber mitdiskutieren. Würde ich sogar eher rot geben. Weil hier sieht man, die Brasilianerin macht die Bewegung deutlich nach rechts. Wenn sie einfach gerade durchläuft, dann passiert gar nichts. Deswegen geht das in Ordnung. Würde ich so rot geben. Und dann die brasilianische Torhüterin, dachte ich schon, hat sie gehalten. Nee, der Ball springt noch ab ins Tor. 2-1 England. Eure Meinung mal gefragt. Was sagt ihr? Ich sag Elfmeter und eigentlich rot. Eigentlich rot, finde ich. Ist letzter Mann oder letzte Frau oder wie ich das jetzt auch immer nennen soll. Klare Notbremse eigentlich. Also gelb ist es hier mindestens. Es gab ja noch nicht mal das Gelb. Das ist das Ding. Es gab halt noch nicht mal das Gelb. Glaube ich. Und ja, wir schauen mal und jetzt, wie das Spiel sich entwickelt. Jetzt sind natürlich die Brasilianerinnen wieder gefragt. Was können die hier noch leisten? Und auch wer sich jetzt fragt, was ist, wenn es ins Elfmeterschießen geht, da kannst du doch nicht immer fixen. Dann spiele ich mit der Mannschaft, die auswärts spielt. Also, vorhin habe ich, ja, ich habe mir das anders überlegt, das ist leichter zu verstehen. Letztens habe ich gesagt, die in der Verlängerung in der zweiten Halbzeit spielen. Mit der Mannschaft spiele ich dann das Elfmeterschießen. Das Ding ist, ich kann einfach sagen, ich spiele immer mit der Auswärtsmannschaft das Elfmeterschießen, weil die spielen ja automatisch immer die zweite Halbzeit der Verlängerung. Also, ein bisschen leichter zu verstehen, immer mit der Auswärtsmannschaft werde ich das Elfmeterschießen, ja, spielen, weil die würden ja in der zweiten Verlängerungshalbzeit immer mit denen spielen. Also ich spiele auch in der zweiten Halbzeit der regulären Spielzeit mit denen.
Deswegen ist es, glaube ich, leichter zu verstehen. Immer das Gastteam mit der, mit den, mit dem Gastteam spiele ich immer das Elfmeterschießen. Oh, nee, der geht nicht. Fehlpass! Und der muss rein! 2 Minuten gibt es Nachspielzeit. Also jetzt noch, ja, 1,5 Minuten, die die Engländerin erstmal runterspielen können. Und dann sind es nur noch, ja, 15 Minuten. Die Brasilien bleibt, um ein Tor zu schießen und dann ins Elfmeterschießen zu gehen. Eigentlich muss der Ball lang kommen, weil sonst pfeift, gibt es gleich Halbzeit und jetzt ist Halbzeit. Ja, den hätten sie lang spielen müssen, einfach den Ball. Aber irgendwie sieht die 4-4-2 ganz komisch aus. So, 15 Minuten noch. 15 Minuten noch. Ah, kann Brasilien hier nochmal ein Tor schießen? Brasilien kommt! Abgefälscht. Aber der kam sehr, sehr langsam Richtung Torhüterin von England. Deswegen kein Problem. Was machen die Engländerin aber jetzt mit einer guten Chance vielleicht? Ja. Die Engländerin versuchen hier. Ja, was heißt versuchen? Kriegen hier. Oh, Fehler! Und dann ist einem noch dazwischen. 113. Minute oder 114. England macht hier gerade sehr viel Druck. Wieder England immer noch im Ballbesitz. Also, Brasilien kommt hier gerade nicht so wirklich nach vorne. Jetzt aber vielleicht mal wieder. Fehler. Und ich, wenn das so weitergeht, dann hat hier Brasilien keine Chance mehr. Wenn das mit den Fehlern so weitergeht, dann hat Brasilien eigentlich keine Chance mehr, hier das Ding noch rumzureißen, weil gleich schon Nachspielzeit ist. Es ist schon die 117. nämlich. Nächster Fehler. Nee. Nee, diesmal nicht. Können den Ball noch irgendwie behaupten. Und der Ball muss lang. Und Fehler von den Engländerinnen. Kann man ja auch nicht immer erwarten, dass sie einen Fehler machen. Aber das wird hier nicht gefährlich. Und ich denke mal, die Partie ist rum. England wird das Ding hier, glaube ich, nach Hause jetzt bringen. Und jetzt England vielleicht sogar mit der Entscheidung. Jetzt muss der Ball lang einfach kommen. Es wird die letzte Chance der Brasilianerinnen sein. Die kommen nochmal und das war's. England gewinnt. Brasilien hatte hier in der 123. Minute nochmal die Riesenchance. Was heißt Riesenchance? Aber nochmal eine Kopfballchance. Um hier das Ding reinzumachen. Am Ende gewinnt England das Ding hier mit 2-1. Nächste Partie Norwegen gegen USA. Bis dahin, ciao, ciao und auf Wiedersehen.